Hallo zusammen. Wir starten jetzt gleich in unseren 15. Schwarzwaldurlaub. Es geht wieder mal in die Kollnau, Waldkirch. Das ist im Hochschwarzwald in der Nähe von Freiburg. Und ja, wir nehmen euch jetzt einfach mal mit und zeigen euch ein paar schöne Stellen. Dann auch noch mit Ausschnitten aus den letzten 15 Jahren, wo wir waren. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Bis gleich auf Purple Rain. So, wir sind jetzt auf der A61 Richtung Ludwigshafen. Da werden wir jetzt auch die nächsten 100, 150 Kilometer auf jeden Fall drauf bleiben. Michel ist schön am Auto fahren. Wir können auch mal unseren Chaos-Rücksitz zeigen. Da ist Amy. Oh, Amy, hi. Fahren in Urlaub. Fahren in Urlaub. Amy hat eher weniger Lust im Moment noch. Michels Hawaii-Hemd. Wir fahren jetzt auf die über die Riesen. Genau, und jetzt fahren wir auf diese, wie heißt die? Moseltalbrücke. Moseltalbrücke, weil wir sind jetzt gerade hinter Koblenz und eben abgefahren. Und ja, wir freuen uns schon. Hier ist mal wieder eine Baustelle zur Abwechslung. Macht ja auch so einen Spaß, 1000 Stück davon zu haben. Ja, jetzt haben wir uns doch früher wieder gesehen. Ich habe gesagt, wir sehen uns auf Purple Rain. Aber jetzt sind wir mitten auf der Autobahn. Ah, da ist die Brücke, seht ihr? Okay, da ist ein Auto, mal weg. Mit wenn dann heißt, ich habe hier fremde Leute gefilmt oder so. So, wir sind jetzt gerade mal wieder in einer Baustelle zur Abwechslung. Ja. Da ist unser Lieblingsparkplatz, seht ihr? Erpelrhein. Also, aber Erpelrhein hört sich ja langweilig an und ja, Erpelrhein. 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 Genau, das ist dann unser Parkplatz, da fahren wir jetzt drauf. Wie viele Kilometer? 500 Meter, komm, da kann ich dir auch noch die Kamera anlassen. Freust du dich schon auf Purple Rain? Yes. Amy bestimmt auch. Da ist das Schild. Da ist Purple Rain, genau, guckt. Aber ist jetzt so hoch. Ja, weil ich klein bin, Mann. Wenn ich dann nicht hochhalte, dann kriege ich nur das Armaturenbrett drauf und das ist irgendwie dann, ja, weniger gut. Da! Purple Rain. Schmeckt dir denn gut? Ja, am Ende ja. Schmeckt gut? Ah, ist aber noch aus Gerolstein. Ne? Wie schmeckt dir denn Puddingteilchen auf Purple Rain? Gut. Ja. Schmeckt nach Urlaub, ne? Ja, wenn wir jetzt gerade ausschauen, vorne rechts sind wir jetzt kurz, das ist der Kandel, der ist 1244 Meter hoch, da fahren wir gleich durch den Hugenwaldtunnel, dann sind wir in Waldkirch, dann haben wir noch ein paar Kilometer bis in die Kollnau, dann geht es hoch ins Kulmbachtal und dann sind wir im Kulmbacher Hof. Wir hören gleich von voneinander. Genau, aber ich muss mal klug scheißen, der Kandel ist 1243 Meter. Oh, ich habe einen Meter hoch. Zurück gemacht. Richtig, okay. Genau. Jetzt kommt der Hugenwaldtunnel mit seinen etwa 1,2 Kilometern Länge. 1,1 Kilometer sind es, Entschuldigung.
Plaisy-Stübel, rechts und links die Plaisy-Kapelle. Genau. Ich schalte einfach mal geradeaus, weil wenn ich jetzt rechts und links schwenke. Genau, und rechts haben wir dann einmal das Plaisy-Stüble. Genau. Und das die dazugehörige Kapelle. Die Plaisy-Kapelle. Kapelle. Jetzt nach 6 Stunden Fahrt habe ich Wortfindungsstörungen und Sprachstörungen und hört sich alles ein bisschen komisch an. Ich verspreche mich gerade ständig. So. Und jetzt biegen wir gleich ab ins Kohlenbachtal. Zum Kohlenbacher Hof. Ja. Fantastisches Hotel, schön außerhalb gelegen im Hochschwarzwald. Wir bekommen übrigens kein Geld für die Werbung. Wir fahren freiwillig immer wieder gerne hierhin. Genau. Wir bezahlen selber. Guck mal, da geht schon einer mit Hund. Unser Hund ist auch gleich froh, wenn wir da sind. Oh, Deroberg. Rückmeer rechts. Ach. Rechts sieht man jetzt das Hotel. Soll ich mal rausfinden? Oh. Gut. Direkt gechillt. Ja, oben Zimmer kannst du anzeigen, schön. Das oberste Zimmer oben links, wo der weiße Fleck ist. Ah, ich halte einfach mal drauf. Den, da, ja. Genau, da wo der weiße Fleck ist, ist unser Zimmer. Jetzt nach links auf dem Parkplatz. Montag und Dienstag ist Ruhetag. Deswegen aber ist nur ja auch, abends. Ja, ja, morgens gibt es natürlich Frühstück. Und wir sind da. Und was sagst du dazu? Endlich. Endlich da. Wir haben einfach keine Böcke mehr. Oh je, da wird aber jemand unruhig. Ja, Amy, wir sind da. Wir sind da, Kitty. Ja, wir sind da. Sag mal, aussteigen. Wir steigen jetzt aus und checken mal ein. So, wir sind jetzt eben angekommen, haben noch ein bisschen im Stau gestanden, eigentlich doch bestimmt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Deswegen war es eben ein bisschen hektisch. Wir haben gerade das Gepäck ins Zimmer gebracht und hatten dann schon reserviert in Lenzingen, in Belgien. Ja, und da sind wir jetzt, um einfach mal so ein bisschen runterzukommen und was zu essen. Und natürlich sehen wir gleich auch unser Essen, dann blenden wir ein paar Bilder ein. Sind wir zufrieden? Sind wir zufrieden? Ja. Schnell noch ein Espressochen zum Schluss. Und einen Masala. Einen leckeren Masala. Der riecht auf jeden Fall super. Guck, Ähmchen.